Komisch, jetzt geht's wieder. Zwischendurch hat man nur Standbilder gesehen, während das Spiel flüssig lief. Okay. Kann auch sein, dass ich das schon mal gespielt habe, nur mein Gehirn ist nicht mehr das Beste. Sagen wir es mal so. Inside. Müsste ich mir eigentlich mal aufschreiben, damit ich das google. So. Haben wir doch hier schön aufgeräumt, oder? Sieht so aus. Dann können wir die Kiste jetzt mal mitnehmen. Was haben wir denn? 64 von 70, ey. Dann hört sich das super an. Ich meine, man durfte bei dem Kartenspiel nicht als letzter den schwarzen Peter haben, sonst hat man verloren. So, dann haben wir jetzt hier vorne. Genau, die eine Kiste noch und dann haben wir sie alle. Wunderbärchen, ey. Ohohoho. Und das wäre dann unser erster Edelstein aus dem Special Secret Warp Room. Ein Eisenstein. Ich meine, und jeder hatte Karten in der Hand und musste pro Runde die eine von wem anders ziehen. Und wenn man ein Pärchen auf der Hand hatte, musste das abgelegt werden. Okay. Ich glaube, das habe ich schon mal gespielt. Hier haben wir jetzt alles geholt. Ja. Dann gehen wir jetzt nochmal nach unten und holen 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 Wo ist denn dein Level? Ach, Moment! Da kommt man nur über das Level, über das... Da kommt man so gar nicht rein, ne? Ich muss dann jetzt nochmal das Dings umfahren. Ja, danke schön, Rick. Danke, 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 danke. Vielen herzlichen Dank. Das haben sie auch, das hätten sie auch hier verbessern können, weißt du? Was sagt denn die Uhr? 17. Ja. Ich habe gestern leider die Sprite leer getrunken. Die hätte ich mir sonst da reingekippt. Aber wir haben jetzt nichts mehr, was man damit mischen könnte. Cola, ja, aber da habe ich jetzt... Nee. Habe ich jetzt keine Lust drauf. Das war der Twitter-Vogel. Oh. Jetzt ist die Frage, wie kommt man denn am schnellsten zur Nitro-Kiste hin? Hier lang oder da vorne lang? Ich weiß das nicht. Wir fahren einfach mal hier lang. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir die Runde fahren, oder? Huch. Ich hätte eigentlich als Bonus noch den Future Tense Warp Room für Hot Coco und Eggy Bus Rex nutzen können. Gibt's dafür ein extra Warp Room für Future Tense?
Oder ist das das, also der richtige Warp Room, also der eigentliche Warp Room? Uiuiui. Wir probieren jetzt einfach mal. Da vorne ist es schon, ich sehe sie. Ich weiß, dass man auch über eine Welle. Ach, ficken. Über eine Welle in den da so reinrutschen kann. Quasi. Ich glaube, das war schon gar nicht so schlecht, wie ich das eben gerade gemacht habe. Also ich hatte damals auf jeden Fall meine Route und die war ziemlich gut. Mann, diese Steuerung von diesem Drecksgefährt. So. Ich fahre immer nur seicht an den Nitrokisten vorbei, sammle die dann um ein feines Ziel. Sackfaul. Come on. Er hatte mal ihre Route. Wie der Nikolaus. Ja. Oh, ich freue mich auch schon voll. Nächste Woche möchte ich neues Profilbild machen. Yay! Da freue ich mich schon drauf. Okay, da drüben könnte man auch noch lang düsen. Wie womit? Mit Recht! Dann Kamera und so. Shitten. Okay, rückwärts kann man nicht fahren. Schade. Nein. Weil sie die Flosse des Jetskis dicht an die Nitros, dass sie explodieren, Uhr einsammeln. In die Warp-Room gefahren. Okay. Mit der Webcam oder mit einem Fotoapparat? Mit einem Fotoapparat, aber digital. Weil ich brauche immer viel zu viele Bilder, um das mit einem Film zu machen. Ich habe meine Bewerbungsfotos auch immer selbst geschossen. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich habe, glaube ich, irgendwie 100, 150 Bilder oder so dafür gebraucht. Wenn ich das mit einem Film. Und da müsste ich ja erstmal entwickeln. Habe ich früher auch gemacht. Fotos mit der Webcam. Weil ich nichts anderes hatte. Außer die Gammelcam von meinem Handy. Lang. Irgendwo, wo es Kisten gibt. Kisten und Fässer. Fässer und Kisten.
Nein! Du Hurensohn, warum hast du dich rumgedreht? Da war ich viel zu schnell, das hab ich schon gemerkt, doch. Oh, oh, oh Gott, ist mir. Rick, was ist denn hier die Goldzeit? Damit ich mich jetzt gleich nicht zu früh freue, wenn ich ins Ziel reinfahre. Oh, 19. Oh, ich bin so dumm. Ich bin dran vorbei. Nee, ich bin gar nicht vor. Ach, Scheiße. Jetzt schon bei 19, aber. Bisschen Übung tut ja nicht schaden, ne? Ich glaube, ich fahre doch anders. Ich glaube, ich fahre rückwärts. Oder? Weiß es nicht. Die könnte man mitnehmen, die 6 Kisten da. Also 6 Zeiteinheiten. Es befriedigt nicht, zu wissen, dass es 19 Sekunden sind. Oder 17. Ach, leck mich doch, du Penner. Der ist ein bisschen ein Otto geworden. Ja. Was ist denn die NTSC-Zeit?
Vielleicht 3 Sekunden oder sowas, ne? Kann das sein? Oder das waren die... Das, was mehr war. Oh, Merva ist ein schöner Name. Muss ich mir merken. Weiß zwar nicht, wie das geschrieben werden soll, aber... Tut gut. Die Diktate... Was? Über einer Minute. So, was hast du gesagt? Ich habe keinen Bock mehr. Kiste touchieren mit... Das kriege ich nicht hin. Gleich zu Game Over. Ach, come on. Touchieren, ja. Was hab ich denn gesagt? Hä? Habe ich euch nach Platin oder nach Gold gefragt? Alles gut, wir haben es geschafft. Wenn man sich kurz ein Video anschaut, wie dicht man ran muss, kann, ist das fix gemacht. Okay, ist mir egal, wir haben Gold. So, Doubleheader. Ein Level, wo wir direkt wieder nicht alles holen können, fällt mir gerade ein, weil wir das Zeitrelikt nicht holen können. Oh, Regen. Nice. Die haben im Original aber nicht mit Hühnchen geschlagen. Das war doch eine Keule, oder? Also nicht eine Keule im Sinne von Hähnchenkeule, sondern... Keule im Sinne von so einem Holzknüppel. 35. Ja, hätte ich mir doch noch Zeit lassen können.